Guten Tag, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Glenn Miller von der Channel One TV. Neben mir steht meine Kollegin Isabella Reporter von der National Italia Press. Wir befinden uns in der kleinen Stadt Chatford, 45 Meilen von London. Seit gestern Nacht finden hier unheimliche Ereignisse statt. Terribile, inquietante. Um 8.45 Uhr europäischer Zeit berichtet die ISS-Raumstation von unbekannten leuchtenden Objekten auf dem Weg zur Erde. Hier ist die Originalaufnahme von der ISS. In der Ferne sieht man ein merkwürdiges Leuchten. Bisher ist noch keiner in die Nähe gegangen, denn man befürchtet eine vielleicht gefährliche Strahlung. Strahlenexperten des Militärs sind aber bereits hierher unterwegs. Alter, dreh dich um. Das Leuchten ist weg. Was? Ruhig, lass du das. Ja, hört sich an wie Maschinen. Eine Explosion. Die Kirche brennt. Ladies und Gentlemen, das ist an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Erst das unheimliche Leuchten, die komischen Maschinengeräusche im Hintergrund jetzt und jetzt auch noch ein Anschlag auf die Kirche. Terroristen. Alles möglich. Wir werden es sehen. Da kommt einer gerannt. Vielleicht hat er was gesehen. Ja, fragen wir ihn. Halt, warten Sie mal, junger Mann. Was haben Sie gesehen? Können Sie uns was berichten? Laufen Sie weg. Schnell, schwebende Objekte. Schwebende Objekte? Ja, deltaförmige Objekte, die in der Luft schweben und gleiten. Sehen Sie doch selbst, ich hau ab. Was ist das denn? Maschinen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Schau dir das Ding mal an, wer hat die konstruiert? Und was ist das für ein schlauchförmiger Ansatz da vorne? Komm noch mehr. Mein Gott, das Auto! Das da vorne, das ist eine Energiewaffe. Laser oder sowas ähnliches. Ladies and Gentlemen, das sind keine Terroristen. Solche Objekte und Maschinen gibt es nicht auf der Erde, die schweben können. Die werden angegriffen. Das sind Außerirdische. Aliens. Wo ist denn die Armee? Wo ist die Luftwaffe, wenn man sie braucht? Ab. Wir halten Sie aber weiterhin auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Jetzt bloß weg.